Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ihr hört's und seht's. Es ist kurz vor 9 in der Stunde, ist Horde. Ich habe jetzt soweit ein bisschen alles fertig gemacht, das habt ihr alles noch gesehen. Ich habe hier, weil ich keine Klappen drauf gesetzt habe, einfach mal aus Holz hier so ein bisschen was drüber gemacht, weil wenn die zu zweit aufeinander stehen, dann klettern die sonst noch hier am besten hoch. Ich habe noch ein paar Spikes gemacht, habe hier noch ein bisschen was hingemacht. Gut, hier dürfte eigentlich nichts passieren an den Ecken, wenn sie hier hochgehen. Da kommen sie nicht hoch. Hier rein theoretisch setzen wir einfach mal was hin. Teufel ist ein Eichhörnchen. Man weiß ja nie. Hier nochmal hin. Hier dürfte auch nichts passieren. Und hier. Also wir haben jetzt einmal komplett außen rum. Hier innen, hier außen. Alles mit Elektrozäunen gemacht. Also dürfte hier nichts passieren. Hier haben wir den Schnetzler. Hier unten haben wir einen Schnetzler. Hier haben wir einen Haufen Elektrozäune. Moped habe ich auch mal hingestellt. Falls wir doch mal irgendwie dann alles hier, alles überhaupt nicht mehr geht, aufs Moped und Ciao Kakao einfach in die Richtung flüchten. Wobei hier hinten, glaube ich, eine Sackgasse ist. Also von daher ist es auch nicht ganz so schlau. Aber ah, so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Wie gesagt, hier stehen die Elektrozäune. Hier ist noch so ein Verteiler. Siehst du, ich wollte noch mal gucken, ob ich noch eine Klappe bauen kann. Ob die hält, weiß ich nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ne, die wird nicht halten, ne? Weil, warum wird die nicht halten? Ja. Und Ciao Kakao. Egal, komm. Wir machen einfach. Kriegen wir eine einfach aus Stein was hin? So, setz einfach aus Holz irgendwas drauf. Ist doch völlig egal. Das ist doch völligst egal. So, Schubsi ist am Start. Euch brauchen wir erstmal nicht. Das heißt, wir hauen erstmal die Klappen hoch. Motoren habe ich noch zwei Stück gefunden. Habe ich noch zwei rein. Wir schalten ein. Wir haben 148 und 250. Also wir haben da noch massiv Platz nach oben. Völlig egal. Waffen sind soweit alle aufgeladen. Die ich repariere vielleicht vorsichtshalber nochmal. Pumpgun ist geladen. Und die anderen zwei sind auch geladen. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Weil dritte Horde. Und wir haben eine Game Stage von 80. Wir haben schon 1649 Zombies geschnetzelt. Wir sind schon viermal gestorben, echt? Tja. Ist ja aber mal ein lausiges Ergebnis. Viermal gestorben. Ich war fast ein bisschen enttäuscht schon. Ne? Das war schon fast ein bisschen erbärmlich. Aber egal. So, die Schnitzer laufen. Der läuft, die Zäune laufen. Ich habe jetzt unten nicht geschaut, ob die Zäune laufen, aber ich gehe mal stark davon aus. Ich sehe zwar kein mehr hier. Auch da. Ich hoffe, sie laufen. Ich bin sehr gespannt. Wird so. Ja, vor allem hier hält's. Es ist genau die gleiche Konstruktion. Aber hier hält's und da drüben hält's nicht. Muss man manchmal nicht verstehen, aber dann ist das so. Wir essen nochmal einen Chili Dog. Wir ziehen uns nochmal ein Käffchen rein. Hier habe ich gesehen, haben wir auch noch lauter Material gehabt. Das habe ich völlig übersehen. Habe ich total vergessen. Aber egal. Wir haben hier einen Haufen Zeug zum Aufwerten. Haben alles einstecken, haben nochmal Benzin einstecken. Antibiotika haben wir, Tabletten haben wir, hier zur haben wir Zeug. Also rein theoretisch dürfte uns nichts passieren. Aber wer weiß das schon. Ich bin gespannt. Geier dürfen auch wieder ein paar kommen. Wenn es dumm läuft, kommen jetzt die Polizisten. Beim letzten Mal waren, glaube ich, noch keine dabei. Ich bin jetzt nicht mal hundertprozentig sicher. Ich weiß es echt nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren keine Polizisten dabei. Aber jetzt können wir stark davon ausgehen. Oh Gott, noch 4 Minuten. Schubst du, wir müssen in die andere Richtung gucken. Ich weiß nicht, was du siehst, aber wir müssen da lang. 2 Minuten. 2 Minuten. 1 und go! Es geht los! Es geht los! Oh, Entschuldigung. Hallo? Hallo. Ah. Es scheint zu funktionieren.
Jawohl, sie kriegen hier den Schnetzlerino, kriegen hier ordentlich eingeschnetzelt. Jawohl. Jawohl. Wir müssen natürlich gucken, ob wir hier unten vielleicht noch zwei hinsetzen, dass sie dann auf den Spinnenhöhe ist. Damit die Spider-Zombies da noch einen verbrutzeln kriegen. Aber es sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und spätestens hier unten werden sie dann ordentlich mal durchgezwiebelt. Sehr geil. Alter Schwede. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen nur gucken, aufgewertet kriege ich das. Ich kriege ich aufgewertet. Aber dich nicht, ne? Ne. Die eine kriege ich nicht aufgewertet. Schade. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie anders hinkriege. Aber die unten, die Zäune sind auch schon mal so relativ nice. Das bringt die auch schon mal ein bisschen ins Bremsen. Nächste Tourist. Die sind alle an. Ich finde es so geil gemacht. Haben sie, glaube ich, seit der 21 ist es, glaube ich, seit der 20 oder 21 ist das, dass sie sich die ganze Zeit immer anfangen. Ja, da steht ja so ein Schatten vom Baum. Das ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes, ne? Hier. Sehr schön. Ordentlich gearbeitet hier. Sehr. Boah, er hat voll den Kopf weggehammert, ey. Habt ihr es gesehen? Ja, du da vorne bist ein bisschen, ne? Ja, mit Leidenschaft. Jetzt sieht es aber so aus. Haben sich die Zähne weggeballert. Schnitzer ist gut. Soll ich noch einen unten drunter setzen? Den drüber macht keinen Sinn. Soll ich noch einen rechts hin? Dann ist natürlich auch noch eine Option, ne? Dass ich hier unten noch einen Steg mache und dann noch die andere Seite den Schnitzler mache. Aber das nervt nicht. Außer ich mache den Steg dann irgendwann zu breit. Dass man ein bisschen mehr hier drüber kommt. Alter, voll den Kopf weggedreht sich. Sehr geil. Und was ich mir überlegt habe, wir spielen ja jetzt, glaube ich, auf der dritthöchsten Stufe. Dass wir jetzt nach der Hordennacht nochmal eins höher gehen und auf. Was ist das, glaube ich, Überleben? Da ist das nächste. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Abenteurer oder sowas. Weiß gar nicht. Dann auf Überleben da gehen, auf die. Vorletzte Eskalationsstufe 1 vor Irre. Irre weiß ich noch nicht, da traue ich mich nicht so ganz ran, aber ich glaube, ich könnte noch mal eins höher schalten auf jeden Fall. Mal gucken, wenn es so zu schwierig wird, können wir wieder runtergehen. Oh ja, Chris ist es. Alter, genau, da ist es. Scheiße. Okay, da ist der erste Kopf, der hat gleich alles kaputt gemacht. Der hat gleich die Zäune kaputt gemacht. Die Drecksau. Ja, also wir müssen da eine Wand ziehen, weil der hat gleich die Zäune abgekannt. Die Schweine. Okay, haben wir das dazugelernt. Wir müssen die schützen. Und jetzt sind natürlich die Zäune in the Bobbes. Okay, der ist da unten explodiert, das interessiert mich nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall eine Mauer dahinter ziehen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die hier direkt draufspucken. Da habe ich kein Stückchen dran gedacht, aber siehst du, gleich wieder Erfahrungswerte fürs nächste Mal. Die Mauer hier hinten dran und weiter. Der Drecksack, ey. Weißt du, ein Kopf und der macht gleich alles kaputt. Was ist mit dir? Ich denke mir gerade, hey, warum slide ich die da hoch? Ja, genauso. Da kommt der nächste Kopf.
Scheiße. Schieß, schnell! Das ist natürlich ärgerlich. Ich könnte jetzt rübergehen und könnte den hinbauen, aber ja, so eilig ist es nicht. So eilig ist es jetzt nicht. Alter. Wenn ihr so hart geschnitzelt. Schub sie und mach dann den Rest. Sehr gut. Ja, da kam der Kopf, ne? Der hat aber genau drauf gezielt, ne? Der Drecksack. Ne? Hier draußen läuft es echt gut mit dem Ding. Der Zaun hier unten hält gut was weg. Es war aber jetzt noch nicht alles, ne? Das kann nicht sein. Ne, wollte gerade sagen, also das kann er jetzt wirklich, das wäre ja schon. Hier unten haben sie, ah ne, das Kopf explodiert da unten, ne? Ich hab's halt, müssen wir aufpassen, ne? Wie er sich denn da durchgedrückt? Das sagt. Boah, Alter! Okay, die Cops sind schon mal da draußen, immer, ne? Hundi! Sehr gut. Läuft wie ein Länderspiel. Ein Geier, ich höre ihn. Wo ist er, der Drecksack? Da ist er. Zieh Leine mal. Huch! Ja, auch für die Hunde, ne? Auch die Hunde kommen durch. Deswegen müssen wir noch eins hier unten, oder zwei hinsetzen. Huch! Jetzt wohl noch hier zwei hin und hier zwei, dass sie auch in der unteren Region. Das ist wieder falsch angehört. Dass sie auch für die Spider und die Hunde da unten effektiv sind. Alter. Schubsi, ey. Bestes Ding, ey. Schubsi ist viel besser als der Geschützturm. Wirklich und als die Drohne. Macht. Bei der Hordenacht ist er einfach das Beste. Wie sieht man da hochstehen ohne Beine? Bam! Der Pumpgun geht zur Bankmann. So was gibt es den Pumpgun leider nicht. Eine bessere Effektivität. Wäre auch mal was. Komm, Schuss! Also ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir unten die Elektrozäune hingesetzt haben. Das war echt eine gute Idee. Das hält die auf jeden Fall schon mal ziemlich stark auf. Machen kaputt! Stoppen! Stoppen! Jetzt der Zaun kaputt, ne? Jetzt der Zaun kaputt. Der Zaun durch unten, schade. Hat aber sehr lang aufgehalten. Das Ruhe im Karton. Ja, schade. Aber hat echt gut lang aufgehalten. Ich meine, wir haben 0 Uhr, ne?
Ah! Schubsi, ey. Sehr geil. Finde ich gut, das finde ich sehr, sehr gut. Auf den Säcke sind auch gut. Schade, ne? Ich glaube, es hält ein bisschen länger unten, aber gut dafür, dass wir nichts also nichts repariert haben, kein Stück. Das ist Röhrenkarton. Bis zum Schützenfest kommt hier noch, ansonsten beißt sich hier keiner irgendwo fest. Nee. Die Regel hier komplett. Ne? Geht das an, ey. Schubsi Regel hier komplett. Das ist der Wahnsinn. Bam! Und Level up. Jetzt können wir noch ein paar Hunde ließen. Sehr gut. Schnitzer sind auch gut platziert. War eine gute Wahl, dass wir die mit hier reinstellen. Dass wir die noch mit hingestellt haben für die Horde. Hier schubst du keinen Bock mehr, oder? Das ist so. Ah, vorne ist kaputt, der Schnitzler. Okay. War ja auch klar irgendwann, ne? Was ist denn mit euch? Der Schnitzler ist kaputt. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da irgendwie hier eine Klappe hinmache oder irgendwas. Vielleicht drüber, dass wenn ich die Klappe aufmache, den reparieren kann. Oder von oben irgendwie, weiß ich nicht. Schubsi! Schubsi! Ich hab weggeschaut, Schubsi ist beleidigt. Krieg mir den irgendwie verpasst. Ah! Okay. Hat's erledigt. Kriegen wir von hier. Bisschen schade, dass wir das. Müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Oh. So, hier wird hart geschnetzelt, sehr gut. Sehr schön. 1.11 Uhr. Wenn ich hier noch eine Tür vielleicht hingemacht hätte, könnte ich. Na gut. Ja. Hä? Ach, irgendwo geht's noch. Es geht nur dann da nicht mehr, wo es kaputt ist, oder was? Hier noch jemand. Was sind der Dulli? Röhrenkarton. Ah, da hat doch mal welche, okay. Okay. Sehr
Sehr gut. Oha. Da kommt noch einer. Alter, schön geköpft, ey. Kommen noch welche. Sehr gut. Das hat vielleicht ja auch alles mit Gittern machen, irgendwie. Ja, noch eine Welle. Ich habe nicht gehofft, dass es vorbei ist hier. Ja, dann noch eine Welle. Krass. Huch! Unangenehm. Halbi! Hab ich den Halbi gerade gehört? Oh, ein dreckiger Kopf. Boah! Wie er einfach weggeflogen ist. So im Augenwinkel sehe ich ihn einfach rüberfliegen. Ey. Hier jetzt mal Feierabend, du. Die Platze hier. Rotschopf, Ruhe. Die laufen halt einfach genau immer da durch, ne? Was ist denn hier los? 2 Uhr und kommt immer noch. Halt, Schubsi. Schubsi. Nix los mit dem. Nix mehr los mit dem. Hier ist noch ein gelber Sack. Sehr gut. Was ist hier? Kannst du mal aufhören, hier alles kaputt zu schießen? Komm mal. So. Hier ist noch einer. Ohne Fahrschein, sehr gut. Halt, wo ist er? Ohne die Halbis dann angeritten oder was? Keinen einzigen Halbi gesehen, das ist aber auch ein bisschen traurig, ne? Leider sagen. Ein Halbi habe ich mir eigentlich schon gewünscht. Verstehen, ein Halbi. Ein Halbi ist immer alles Tufte. So, was ist denn hier los? Immer noch nicht fertig, ne? Das sind Nachzügler hier, ne? Wie sie sich freuen? Ich weiß nicht, warum sie sich freut, aber ich freue mich nicht. Der Zappeldoni. Warum? Oh, ein gelber Sack. Ja, die ziehen sie echt durch, ne? Ey, bleib da! Renn nicht weg! Kommen die alle vereinzelt her? Mit der Hand fest. Nein. Oh nein! Ich steckte mit der Hand fest. Hier, der Holzfäller Joe.
Bam, 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 bam. Jawohl. Ups, ich helfe dir. Wir sind ein Team. Hier kommt. Da war der Kevin. Kevin ist auch draufgegangen. Alter, sag mal, was ist denn hier los, ey? Das zieht sich aber wie die Hechtsuppe. Kommt doch wenigstens mal alle auf einmal. Nicht hier 3 Stunden hintereinander, ey. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, ey. Das ist, weil die hier unten verteilt rauskommen, ne? Weil sie hängen geblieben sind, hätte ich fast gesagt. Hängen geblieben. Bam, 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 bam. Ich hab fast keine Munition mehr. Platzt das aus ihm raus und kommt. Ich wollte gerade sagen, also. Also. Das ist ganz auf dich. Dreckigen. Was ist das? Kommt hier nochmal so eine ganze Armada an und wieder mal Zeit, ey. Schubsi ist müde. Schubsi, du warst super. Du warst echt super. Ich bin so stolz auf dich. Hast du eine Pause verdient, Schubsi? Hast du eine Pause verdient? Absolut. Ich bin echt stolz auf dich. Hast echt super Arbeit gemacht. Dann hast du dir mal Pause verdient. Was ist mit dir? Dreh durch. Ich will schon aufhören, hier drauf rumzuschlagen. Wahnsinn. Zieht sich aber wie ein Kaugummi, ey. 3.30 Uhr, ne? Wahnsinn. So viel hätte ich nicht gerechnet. Ich habe zwar gerechnet, dass man so bis 2, halbe 3, vielleicht bis 3, aber das ist jetzt schon. Die ich hier rummache. Und dass ja immer nur vereinzelt irgendwelche hier nochmal auftauchen. Bisschen schade. Ich will Horden, nicht vereinzelt. Ich will ganze Horden auf einmal. Aber wenn wir da mal eine richtige Bleibe haben, dann können wir auch mal eine schöne Hordenbase vielleicht noch basteln. Das ist ja jetzt nur. Professorisch will ich es jetzt nicht nennen, dafür ist es schon zu gut, aber. Alter, du Dreckiger. Scheiß Cops, ne? Die sind schlimmer als die Demos, ey. Die sind schlimmer als die Demos, die Dreckscops. Alter. Weißt du, im Elektrozaun fängt der Spucken an. Willst du mir rollen, ey? Philipp, blick dich hin. Kevin. Das war nicht gut. Kevin! Alter. Kevin, hast du kommen sehen, wa? Wetz ist das. Was ist denn hier los, ey? Und der immer dagegen schlagen muss. Ich weiß nicht, warum die da echt immer nur vereinzelt kommen, ne? Hä? Ich bin gerade überhört.
Was ist denn schon wieder in so einem Drecksack? Will der gerade auf mein Auto spucken oder was, der Dreckige? Wo ist der? Da ist er. Der Dreckige. 4 Uhr! 4 Uhr! Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Eine ganze halbe Stunde Horde, ey. Leck mich fett, ey. Nachtanken, ausschalten. Alter. Wer schlägt mir was kaputt, welcher Drecksack? Ihr seid echt die Helden. Die Helden der Nacht. So, wir haben es überlebt. Ich feiere es gerade ein bisschen. Wir gucken mal, so schöne sie haben. Toll. Okay. Okay. Aber dass hier unten der Schnitzler überlebt hat, ne? Den feiere ich gerade auch ein bisschen hart. Alter, gut mit Kalten. Er legt mich fett. Wenn wir hier unten nochmal ein, zwei Schnitzler machen, können wir fast noch ein, zwei hinsetzen, ne? Zack, 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 zack. Sehr geil. Doch, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Es kackt mich ein bisschen an, dass der eine scheiß Kopf hier einen Zaun kaputt gespuckt hat und hier explodiert ist. Aber gut, das können wir ja. Das können wir hier gerade machen. Das ist ja egal. Das ist ja nicht schlimm. Solange er hier jetzt nichts Großartiges an Schnetzlern zerstört hat. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Die haben echt gut gehalten. Den konnten wir aufwerten da oben. Das war auch sehr gut. Das war auch sehr gut. Die haben auch gut mitgemacht. Du auch. Wie gesagt, den einen müssen wir hier noch hinsetzen. Da müssen wir da hinten drin Platten machen, dass die geschützt sind. Hilft halt alles nichts. Aber gut, dann sind wir schlauer. Sind wir beim nächsten Mal, wissen wir Bescheid. Wir haben wenigstens hier noch dich gehabt zum, zum Schützen. Passt. Dich machen wir mal aus Stahl. Weil Schubsi muss wieder arbeiten. Bam. Akropaule, ey. Völlige Eskalation. So. Passt. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ansonsten. Dich nehmen wir mal mit. Dich nehmen wir noch mit. Du kannst erstmal da bleiben. Essen stackt fast nichts. Dann können wir den Thunfisch hier essen, weil wir müssen ein bisschen was mit nach Hause bringen. Ja, ansonsten kann ja eigentlich alles erstmal hier bleiben. Elektrozeug müssen wir eh erstmal nichts daheim machen. Nee, ist ja Wurst. Das ist ja Wurst. Also, wir haben keinen Platz mehr für dich, ne? Trinken wir noch ein Yucca-Säftchen. Ganz einfach. Dann trinken wir noch ein Yucca-Säftchen. Sehr schön. Zack. Sehr gut. Wir haben ordentlich Munition gebraucht. Leck mich fett. Da haben wir ordentlich Munition reingesteckt. Aber egal. Aber egal. Sehr schön. Die Zäune haben optimal gehalten. Hier vorne wird gut was gebraucht worden sein, ne? Okay. Der. Hä? Warum seid ihr dann ausgefallen? Okay. Muss ich nicht verstehen, ist auch egal. Muss ich mir nicht verstehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. War doch eine sehr coole... Diese coole Horde hat sich echt gezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel kommen, aber sie hat gut gehalten. Dafür, dass sie so zerklüftet aussieht. Das mit dem Zaun hier außen, das werden wir auf jeden Fall beibehalten mit dem Elektrozaun. Wir werden vielleicht noch ein bisschen was mehr machen. Vielleicht noch ein, zwei Schnetzler unten hin oder sowas. Ich überlebe mir da noch was bis zur nächsten Horde. Aber so in den groben Zügen ist das doch ein richtig cooles Ding. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.